Moin Moin Lieben, willkommen zu einer ganz brandneuen Folge und heute zeige ich euch den wahrscheinlich abgefahrensten Ort auf ganz Griefer Games. Und was den so abgefahren macht, das zeige ich euch jetzt. Übrigens, den Ort könnt ihr nur erreichen, wenn ihr ihn schon kennt und ein Home dort habt oder wenn ihr jemanden kennt, der euch dort hin TPA't und ihr euch dann selbst ein Home quasi setzt. Wenn ihr es also nicht habt, ich habe eins, vielleicht gebe ich es euch. Und zwar ist das die Glitch-Welt, die habe ich bei mir drin unter / Home Glitch. So, jetzt dauert das einen kleinen Moment und willkommen in der Griefer Games Glitchwelt. Und was macht jetzt diese Glitchwelt so besonders? Das zeige ich euch. Und zwar können wir hier zum Beispiel mal hingehen. Da drüben ist auch so schön viel Wiese. Gehen wir mal kurz darüber. Und wenn man hier beispielsweise Wiese abschlägt, so, dann kommt dabei raus eine ganze Menge Getreide. So leicht habt ihr in eurem Leben noch kein Getreide gefarmt. Aber das ist noch lange nicht alles. Zum Beispiel, wenn ihr mit einer Silk-Touch-Picke hier die Grasblöcke wegfarmt, dann kommt daraus Farn. Und ich werde mit euch so, ich habe ja auch noch nie Farn gefarmt. Und normale Erdblöcke, die sind ausnahmsweise mal einfach Grishin Dirt. Aber das ist noch nicht alles. Ich habe hier jetzt Stein freigelegt und wenn ich den wegschlage mit einer Picke, dann bekomme ich einfach mal ziemlich unsinnig Sticks. Einfach so Sticks. Alles klar. Aber auch das war noch nicht alles. Denn wenn wir jetzt hier hochgehen und hauen uns mal etwas von dem Baum hier raus. Ah, wir haben ja eine Axt dabei. Zack, zack, zack. So, wo ist es, wo ist es? Jetzt haben wir normale Holzstämme. Allerdings war das hier ja Eichenholz und wir haben Sprucewood bekommen. Wir haben einfach mal Fichtenholz bekommen. Und wenn wir jetzt das Laub abhauen, zack, 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 dann seht ihr es schon. Dann fallen hier einfach aus dem Baum, das geht mit der Schere natürlich noch ein bisschen schneller als hier mit der Axt, fallen da einfach mal Oakwood Planks raus, also Eichenholzbretter. Also mega abgefahren, was hier so abgeht. Und was auch ultra stark ist, bevor wir das machen, einmal hier den Sand. Also wenn ihr Kies farmen wollt, das geht nirgendwo schneller als Sand abbauen in der Glitchwelt. Aber richtig, richtig geil ist, ich habe mal 12 Eimer mitgebracht. Ihr könnt euch einfach ganz gechillt ins Wasser pflanzen, denn so easy habt ihr noch nie Lava gefarmt. Ihr geht einfach hin und füllt eure Eimer mit Wasser, während ihr drin steht und schon haben wir Lava-Eimer. Ist das nicht abgefahren geil? Also so auf diese Weise könnt ihr so schnell so viel Lava farmen, total entspannt und stressfrei. Und was auch cool ist, wenn wir die Lava wieder auskippen und wir jetzt Lava aufsammeln würden, dann haben wir Wasser. Also sammelt man in der Glitchwelt mit einem Eimer Wasser auf, wird Lava daraus. Und sammelt man mit einem Eimer in der Glitchwelt Lava auf, wird Wasser daraus. Also Wasserfarmen lohnt sich eher nicht. Irgendwo in die Lava springen, um Wasser zu farmen, ist, glaube ich, nicht so die geilste Idee. Aber auf jeden Fall ins Wasser zu springen, um Lava zu farmen, ist mal mega, mega geil. Also feiere ich total. Was passiert hier eigentlich? Wir gucken mal gerade, ob wir hier irgendwo... Ja, hier haben wir zum Beispiel ein paar Blumen. Was passiert eigentlich hier, wenn wir hier drauf schlagen? Zum Beispiel auf die Sonnenblume. Dann kriegen wir direkt mal... gelben Farbstoff. Gelber Farbstoff. Und wenn wir diese kleine gelbe Blume anhauen, kriegen wir eine kleine rote Blume. Wir können hier nichts anbauen. Wir können hier nichts aufbauen. Wir können hier nur abbauen. Das Einzige, was wir können, ist Lava und Wasser auskippen. Ja, das geht. Hier hat schon einer sich fleißig ausprobiert. Was zum Beispiel passiert, wenn man Kobbel abbaut. So, zeige ich euch auch. Kriegt man glatten Stein. Ja, und wenn man hier so Bretter abbaut, zack, kommt da einfach gar nichts raus. Glas, passiert glaube ich auch gar nichts. Genau. Ah doch, guck mal hier, wir haben Oak Slab gekriegt, woher auch immer das jetzt kam. Ja, das sind so die Feinheiten. Ach ja, und wenn man natürlich Kies abbaut, passiert genau das Gegenteil vom Sand. Ja, bei Sand kriegt man Kies, bei Kies kriegt man Sand. Also schaut euch hier gerne mal um. Wenn ihr hier ein Home braucht, dann kommt gerne auf mich zu oder auf einen Kollegen, der da vielleicht schon ein Home hat. Geht einfach auf ihn zu und fragt, ob ihr den bekommen könnt. Entdeckt, was hier noch so geht. Wenn man Mobs tötet, kommen zum Beispiel Schleimbälle raus. Also da geht richtig, richtig viel. Und ja, mehr möchte ich euch gar nicht dazu sagen. Wenn euch das gefallen hat und wenn ihr mehr Bock auf solche Folgen mit interessanten Informationen habt, Save Evil geht, glaube ich, tatsächlich auch die Glitchwelt. Ganz, ganz spannend. Dann schreibt es doch bitte in die Kommentare. Lasst mir mal ein Däumchen nach oben da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und ich freue mich auf ein paar weitere Videos mit euch. Bis dann. Ciao.